eine Band, die aus dem Schwarzwald kommt, die in ganz Europa in Fußgängerzonen Kopfhörerkonzerte gespielt hat, unter anderem. Interessant, eine Band, die mit großer Energie, glaube ich, das füllt, was die junge Generation ausmacht. Tatsächlich große Hymnen mit wirklich tiefschürfenden Texten von Welt. Wir warten nicht, bis der Tag anbricht, wie von Königen der Welt wird irgendwann von uns erzählt. Also ich glaube, jeder der sechs Bands oder KünstlerInnen heute Abend hier ist schon Gewinner. Kann Sonnenstrahlen in den Schatten malen. Ich meine, der Panikpreis, ich weiß gar nicht, ob man da viel dazu sagen muss, wirklich. Ja, es ist, glaube ich, für uns wäre es einfach die Auszeichnung dafür, dass ich halt dieses 8 Jahre durchbeißen und durchkämpfen und mal den Schritt machen, von dem alle sagen, mach ihn nicht. Allein jetzt heute hier in der Popakademie Mannheim sein zu dürfen für diesen Preis, das ist schon... Okay, einen wunderschönen guten Abend, ihr da zu Hause, wir sind von Welt. Wir wollen alle eure Arme jetzt nach oben sehen. Gebt uns das mal. Lichtjahre von Welt. Wir wollten was zur Musik passt, also wo man sofort checkt, was machen die Jungs für Musik, wenn es irgendwo auf dem Plakat oder in einem Zeitungsartikel, wo auch immer, steht. Und von Welt zeigt zum ersten Mal, okay, wir machen deutschsprachige Musik. Und von Welt hat dieses Welt drin, was immer groß klingt. Und so klingt auch unsere Musik hymnenhaft, die fürs Stadion gemacht. Ich will zum Kelch, der Kelch kommt zum Trog. Ohne Jagdinstinkt, haben Angst vor jedem Tod, laufen planlos im Kreis. Ohne Perspektive, immer höher, immer schneller. Der Fluch, große Ziele, keiner weiß, wie lange das noch geht. Dann kommt das Schlimmste, was bevorsteht. Alle warten auf irgendwas. Ist das die Apokalypse oder Apokalypse-Hass? Wir sind vor Kriegskinder fahren mit Vollgas an die Wand. Das ist einfach eine Zeit, die, glaube ich, sehr, sehr viele bewegt, die auch viele unterschiedlichen Meinungen aufruft. Mit Vollgas an die Wand. Laufen wie Sand durch unsere eigene Hand. Und wo man nicht weiß, ob diese ganze Kiste irgendwann explodiert. Ich will zum Kelch, der Kelch kommt zum Trog. Ohne Jagdinstinkt haben Angst. Man spricht immer von einer Nachkriegsgeneration, aber warum sollte man das Ganze nicht auch mal andersrum sehen? Wir hoffen nicht, dass sich's bewahrheitet, aber wir mögen gerne mit unseren Texten einfach solche Szenarien malen, um den Leuten da draußen die Augen zu öffnen. Wir können weiterziehen wie bisher, wie die Lemminge ins Flutenmeer. Wir spielen russisches Roulette, ohne Antwort auf die Frage, wer am Ende noch lebt. Wir wollten auch an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen, dass wir heute Abend hier dabei sind. Das ist so wichtig, um Bands wieder Mut zu machen nach dem, was seit über einem Jahr ist. Und dieser Song hier, der ist vor der Pandemie entstanden, aber er passt besser als jetzt vorher, als Schwarz-Schwarz-Weiß. Ich laufe durch die Straßen, laufe durch die Nacht. Die Müdigkeit, sie hat mich um den Schlaf gebracht. Die Lichter und der Rauch, die Bilder an der Wand. Es sind die Bilder, in denen ich mich oft schon wiederfand. Verdammt, was mach ich hier um diese Zeit an diesem Ort? Nur 4, 5 arme Seelen ziehen im Dunkeln fort. Es gibt kein Weg ins Licht, es gibt kein Weg zurück. Nur den einen in das Licht und den finde ich nicht. Und den finde ich nicht. Letztendlich hat das was Magisches bei euch? Und wo kommt eine Idee zu so einem Text her? Weil es ja hell, dieses Hell- und Dunkel-Prinzip, das finden wir ja in allen Religionen zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Zusammenhängen. Bei uns ist es, dass unser komplettes Debütalbum Schwarz hieß, was damit zu tun hat, dass wir die Wurzeln des Ganzen, der Texte, des ganzen Artworks zum ersten Album einfach im Schwarzwald, unsere Heimat, gesucht haben. Wir hatten Songwriting mit einem Songwriter aus Schweden. Der hat uns eigentlich unsere Heimat so ein bisschen nahegebracht, dass wir von dort an
hat es auch erst begonnen, dass wir gesagt haben, wir sind aus dem Schwarzwald. Überall waren die Reaktionen durchweg positiv. Wir haben Erfahrungen gemacht, wir haben, keine Ahnung, in Barcelona gespielt, wir haben in Italien, in Monaco, eigentlich in ganz Europa gespielt damit. Wir haben teilweise solche Menschentrauben damit provoziert, dass da teilweise die Polizei einschreiten musste und uns dann auch teilweise fast schon mit dem Knast gedroht wurde. Natürlich kann man meckern, man kann auch jammern, aber ist davon schon mal was besser geworden? Man muss selber eigene Konzepte entwickeln. Und im Endeffekt hat sich dieser Mut, manche würden es vielleicht auch Dummheit nennen, aber für uns war es Mut und auch dieses unbedingte Willen, dieses unbedingte Wollen, so rum. Und der hat sich dann absolut ausgezahlt. Vielen, vielen Dank, wir waren von Welt. Viel Spaß mit allen anderen tollen Bands heute Abend. Danke, dass wir dabei sein durften.